Du sagtest, jemand hat etwas gestohlen? Jemand hat etwas gestohlen? Sieh dich um! Banditen haben fast alles mitgenommen. Und was das Schlimmste ist, auch die Vase meiner Familie. Nach so vielen Generationen. Einfach fort! Ich trage etwas von meiner Mutter bei mir. Ich weiß den Wert von Familienerbstücken zu schätzen. Es ist komisch, dass Objekte echte Gefühle in uns hervorrufen können, nicht wahr? Wie viel ist dir die Vase wert? Ich würde eine beträchtliche Summe dafür bezahlen. Eine äußerst großzügige Summe. Traust du dir zu, meine Vase zu finden? Ich finde deine Vase, aber ich brauche einen Anhaltspunkt, wo ich suchen soll. Sprich mit meinen Sklaven an den Lagerhäusern. Er sollte sich umhören, ob die anderen Sklaven in der Gegend etwas wissen. Hoffentlich hat er etwas herausgefunden. Ich komme wieder, wenn ich die Vase habe. Dein Herr sagte, du hättest vielleicht etwas über die Vase erfahren. Habe ich. Doch ich brauche etwas von dir, bevor ich darüber reden kann. Ich habe eine Vereinbarung mit deinem Herrn. Wir stehen auf derselben Seite. Also sag mir, was du brauchst. Du bist eine Rose unter Unkraut. Was brauchst du? Wenn du die Vase beschafft hast, dann sag meinem Herrn bitte, dass ich den Banditen den Tipp gegeben habe. Warum solltest du das wollen? Nach der Sommersonnenwende will mein Herr mich freilassen. Aber ich will nicht gehen. Wenn ich eine Teilschuld für das Verbrechen übernehme, kann ich ihm meine Dienste als Wiedergutmachung anbieten. Das ist lächerlich. Aber ich denke darüber nach. Nun, erzähle mir von den Banditen. Die anderen Sklaven aus der Gegend sind sicher, dass Banditen von den nördlichen Ausläufern des Berges Ochi für die Überfälle verantwortlich sind. Ich bin neugierig. Warum freust du dich nicht über deine Freiheit? Bei meinem Herrn habe ich eine Aufgabe, Verantwortung, Essen und ein Dach. Das hätte ich alles nicht, wenn ich allein wäre. Verstehst du? Wenn du frei bist, kannst du all das erwerben, weißt du? Wir haben verschiedene Lebensumstände und Fähigkeiten, Söldner. Und hier habe ich nun mal die besten Überlebenschancen. Ich finde die Banditen und hole die Vase deines Herrn. Und bitte vergiss unser Gespräch nicht, wenn du sie ihm zurückgibst. Die Banditen sind in den Nordausläufern des Ochi. Wenn der Sklave recht hat, ist die Vase hier. Da ist sie, die Kupfermine. Achtung, Pfeile! So viel Ärger wegen einer alten Vase.
Es ist doch nicht zu fassen, dass ich für den Sklaven lügen soll. Hast du meine Vase? Ja. Großartig. Wer hatte sie? Dein Sklave hat den Banditen gesagt, dass sie dein Haus plündern und die Vase stehlen sollen. Was? Kann das wahr sein? Ja, Meister. Wenn du mir erlaubst, den Schaden abzuarbeiten, ich... Abarbeiten? Niemals! Ich lasse doch keinen Sklaven für mich arbeiten, der seinen Herrn an Banditen verrät. Was? Nein, bitte nicht! Lass mich bleiben! Genug davon! Hinfort! Bevor ich dich von dem Söldner töten lasse! Geh! Gerade wenn man glaubt, jemanden zu kennen. Hier ist deine Bezahlung für die Vase.